Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht's zum zweiten Part des Let's Plays Stargate Network. Wir haben uns die Basis angeguckt auf der Erde, auf Tauri, und jetzt gehen wir. Wieso nicht ins Stargate? Ich habe doch die Chevrons aktiviert. Ich weiß nicht, warum das jetzt gestockt hat. Dann werfen wir jetzt noch mal. Das finde ich jetzt sehr komisch. Gut, dann werden wir das jetzt noch mal eingeben müssen. Ich weiß nicht, warum es jetzt gerade nicht funktionieren wollte. Aber das ist nicht das Problem. V noch. V. U, D, Punkt, Klammer, M und Q, Ender. Wahrscheinlich, weil ich mal kurz Pause gedrückt habe. So, und dann warten wir mal und ab geht's. So, ich muss nur meine Welten hier, die Karte, die brauche ich. Denn es gibt, wie gesagt, eine Netzadresse zur nächsten Welt von Epidos in die Schneewelt. Und mal gucken, ob wir es in diesem Part schaffen. Ich versuche die Videos kurz zu halten. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, hey, Oldschool, macht die Videos bitte so auf 10 Minuten. Ja, dann mache ich das auf 10 Minuten, wenn ihr jetzt sagt, es reichen auch 5 Minuten Parts bei solchen kleinen Projekten. Oder ihr sagt, hey, okay, pass auf, bei den Gameplay kannst du ja eine halbe Stunde machen oder 20 Minuten. Ja, also ich weiß, bei Skylanders Imaginates habt ihr tatsächlich sehr fleißig geguckt damals, als ich das aufgenommen habe. Da habt ihr ja teilweise wirklich voll angeguckt, ja. Manche haben nur durchgeklickt, also da sieht man, wenn ein Video 30 Minuten ging, sind dann teilweise 16, 17 Minuten gewesen. Also das war in Ordnung. Also so, Chevron 6 haben wir jetzt aktiviert. So, ihr seht das Blaue. Wie gesagt, wenn ihr es auf HD schaltet, funktioniert das einwandfrei. Und wir hüpfen jetzt einfach mal in das Stargate. Wie gesagt, schaltet es hoch auf HD, also wirklich auf Epic, dann habt ihr wirklich die mega geilste Qualität. Dazu muss aber euer Rechner wirklich gut sein. Wie gesagt, mein Rechner ist halt wirklich so ein normaler Laptop halt. Mit einem normalen Intel Core. Was habe ich hier? Intel Pentium Gold Prozessor, ja. Also nichts Besonderes, weil ich ihn eigentlich nur zum Arbeiten benutzt habe und wollte und nicht hier für irgendwelche Let's Plays. Das war eigentlich damals gar nicht geplant, wo ich mir den gekauft habe. Und ja, wie gesagt, die Lust ist ja wieder da. Ein bisschen Let's Plays zu machen, und ihr seht, wir sind durch das Sterntor gereist und damit sind wir auf Abydos. Ihr seht, es ist mega geil, das Tor, ja, und ihr seht, auch daran haben sie gedacht, an die Luke. Und für die, die es jetzt nicht wissen, denken so, hey, wie die Luke, guckt euch Stargate SG-1, der Film an. Das ist von Roland Emmerich von 94. Damit hat alles angefangen. Ich werde auch ein separates Video nochmal machen. Ja. Es gibt hier halt nichts Besonderes. Wie gesagt, es sind ein paar Bruchsteine, ein paar Sachen, die hier rumliegen. Ja, also hier kann man auch nichts klicken. Ja, hier haben wir die Wählscheibe, da gucken wir dann gleich drauf. Ihr seht, hier kommt man noch ein bisschen raus. Ja, für die den Film geguckt haben und die Serie, die wissen, dass hier ein Weg ist. Ihr seht. Okay, was ist das jetzt schon für ein Bug? Das Spiel hat natürlich auch einige Bugs. Das ist die Vorlagehalle. Ja, ich weiß nicht, warum jetzt hier gerade das Licht, das war beim ersten Mal nicht. Wie gesagt, sind Bugs da, es kommt immer drauf an. Und da sind wir tatsächlich auf Abydos. Ja, ihr seht. Mega, mega geil.
Und mehr gibt es hier nicht zu gucken. Also man hat hier wirklich Wüstenlandschaft und das war's. Das ist erstmal der Anfang. Man will noch diese Wüstenstadt machen tatsächlich. Die ist geplant. Wann sie aber kommen wird, weiß kein Mensch. Wie gesagt, sie sind in der Entwicklung. Ich bin gespannt, was hier jetzt noch alles kommen wird. Ja, man kann auch hüpfen tatsächlich mit dem Charakter. Es ist einfach nur mega episch gemacht. Es sollen auch CPUs rein, es sollen KIs rein, es sollen ja, CPUs. Es sollen, wie gesagt, KIs rein, es sollen Gegner rein. Also es ist wirklich, sag ich doch, das ist ja ein Bug. Und da hat man die Wählscheibe. Wie gesagt, diese Sternadressen, die es hier gibt, die man hier anschalten kann, die findet ihr auch online, einfach nur Netzadressen eingeben. Da gibt es eine Seite, da gibt es alles, was ihr braucht. Und dann müsst ihr halt gucken, wichtig, ganz wichtig ist, dass ihr die Adressen auch nach und nach eingebt. Ja, also wirklich Stück für Stück. Jetzt muss ich gucken, ich darf das nicht vertauschen. Nee, das ist das Falsche, verdammt. Ach hier, da oben war es, okay. Kurz warten, dann geht's wieder los. Das ist immer sehr schwer zu erkennen hier auf dem Bild. Das müsste das hier, oder? Ne, das hier. 3. 4. 5. Die 6. Und dann geht das Sterntor auf. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Zum dritten Part in der Schneewelt. Vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, ich halte die Videos erstmal kurz. Wenn euch das gefällt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr sagt, hey Keule, ja, oldschool, mach 15 Minuten oder so, dass du zwei Welten machst oder mach 20 Minuten Videos. Lasst mich gern wissen. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.